Hier ist wieder euer René und wie immer wichtig vor jedem Training ist das Aufwärmen von mindestens 10 Minuten. Lockerungs- und Dehnungsübungen nicht vergessen, Übung zuerst mit leichtem Gewicht und eine kontrollierte und korrekte Übungsausführung. Heute machen wir Kraftübung für zu Hause. Wir beginnen mit dem Schultertraining. Man nehme 2 halbe Liter Flaschen zum Trinken, gehe in eine Ausgangsposition vor einem geraden Körper, die Beine schulterbreit und man hebe die Arme gerade nach vorne. Bei der Übungsausführung achten, dass die Hände leicht durchgestreckt sind, die Arme 90 Grad nach oben gehen und die Intensität 12 bis 16 Wiederholungen beträgt. Für die Stabilisation der Rumpfmuskulatur nehme man eine Tasche, einen Aktenkoffer oder einen Rucksack, gehe in eine Ausgangsposition mit gestreckten Beinen, der Oberkörper ist durchgestreckt und man beginnt mit der ausgeführten Übung. Man zieht die Gegenseite der Tasche von der Rumpfmuskulatur, ausgehend von den Bauchmuskeln, den seitlichen, in die gegengesetzte Richtung. Macht dieses 12 bis 16 Mal bei einem mittleren Gewicht der gefüllten Aktentasche. Zu guter Letzt, man vergisst nicht beim Oberkörper den Trizeps. Man nimmt ein Theraband, spannt es in die rechte Hand, fixiert diese am Oberkörper und streckt den linken Armbeuger nach oben. Dieses ebenso wieder 12 bis 16 Mal. Und wir haben ein abgerundetes Oberkörpertraining für zu Hause.